Ja, hier ist der Achim Weidner, nicht in Rüsselsheim am Main, sondern in Nierstein am Rhein beim Weingut Buhl. Wir sind heute mit unserer Herrenrunde, sind natürlich auch Frauen zugelassen, hier und werden jetzt eine fröhliche Weinbergtour machen. Wir werden einen schönen Tag haben, das Wetter ist ganz hervorragend, die Stimmung ist bombelig. Wir sind hier mit der S-Bahn von Rüsselsheim nach Mainz und von Mainz hierher nach Nierstein gefahren, waren schon Eis essen und jetzt warten wir auf unseren Traktor, damit es in die Weinberge geht. Ja, das ist die Festgesellschaft, die Ausflugsgesellschaft. Also wir können nicht alle auf einer Seite sein. Ja. Das ist der Klassensprecher, ja. Klassenclown. Ja, das ist der Klassensprecher Jens Krone. Sehr schön. Wir haben dich mal eben zum Klassensprecher gewählt. Ja. Erzähl mal, was wir heute hier vorhaben. Ja, also wir sind im schönen Nierstein in Rheinhessen. Da gibt es traditionell diese Weinbergsrundfahrt, das kennt ja der eine oder andere. Und an so einer nehmen wir jetzt teil. Das heißt, man fährt mit einem Wägelchen durch die Weinberge Richtung Brudersberg. Kommt sie aus der Ecke vorher? Ich komme aus Nierstein, genauer gesagt aus Schwarzburg. Das ist ein Stadtteil, weil Nierstein ist mittlerweile eine Stadt. Oh, aber erst mal Neustadt. Ja, und wir haben heute einfach eine gute Zeit. Wir haben viel Spaß. Es gibt leckeren Wein aus Rheinhessen. Was Besseres kann uns nicht passieren. Merci. Zum Wohl. Zum Wohl. Cheers! 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 Das war der 30. Geburtstag von einem Freund von uns. Der hat Highland-Spiele gemacht. Er hat Baumstamm, Weidwurf und so einen Kram. Und dann hat er zum Geburtstag von Freunden einen Dudelsackgläser geschenkt bekommen. Richtig erschrocken. An dem Abend hat es geregnet und geblitzt, ganz leicht. Und er hat hinter dem Lagerfeuer den Handschuh und hat ihn in die Klamotten mit dem Raps. Das kommt halt gut. Aber der Anfang tut kalt, aber geht's halt auf. Der mit seinem ganzen großartigen Bekannten ist bei der Polizei. Ja, Red Bull. Man nennt das auch Schleppertourismus. Oh.